Moin, sind Pamarillos. Mein Name ist Sonic und ich heiße dich herzlich willkommen auf Raps Play. Eigentlich gibt's heute Grinade gegen die Horrormer Jungs, glaube ich. Aber wir haben hier die Crew aus 4 Leuten und Tamkay hat nicht eingereicht. Tamkay oder Tamkay? Tamkay, wir dann sagen einfach Tamkay, hat nicht eingereicht. Deswegen gucken wir das einfach vorne weg. Ich will jetzt nicht unbedingt ein neues Video dazu machen. Deswegen wird dieses Video bestimmt ein bisschen länger. Auf jeden Fall auf disrespect.de gehen und am Super Rap Brothers Video Battle Turnier teilnehmen. Das fängt am 29. Juli an, also ihr habt noch 2 Wochen ungefähr Zeit. Nutzt diese Zeit, eine Quali zu machen, rotzt schnell was hin und dann geht es nämlich um 300 Euro Preisgeld. Ist das was, liebe Kolleginnen und Kolleginnen? Ne, Kolleginnen und Kollegen sagt man ja. Ladies first. So. Ist das nicht Sexismus? Ich weiß es nicht. Heutzutage ist alles Sexismus und Rassismus. Und, ja, das war's, glaube ich. Ich glaube, das war's. Die Crew aus 4 Leuten gegen Tamkay. Ich bin gespannt. Es ist die Crew aus 4 Leuten. Tamkay dachte, mit der Quali kann er punkten. Doch steht draußen vor dem Rotlicht wie ne 20-Euro-Note. Du bist wie deine Slut, eine Freakshow gegen die Übermacht. Der Quattro Amigos bleibt der Spasti hier sieglos. Quattro Amigos bleibt der Spasti hier sieglos. Das ist, also Quattro Amigos fand ich schon, war schon stylisch, das zu sagen. Ich nehm Part und kill du Vogel, doch deine Art, die wirkt nicht mal auf ne Ameise bedrohlich. Also spar dir deine Strophen, bleib lieber mal daheim, um weiter Counter-Strike zu spielen. Du bleibst auf ewig der Inbegriff eines VR1 MCs. Hey, dieser Brillenkopf wird stillgeboxt. Irgendwie schon, ne? Wenn er jetzt nicht eingereicht hat. Gut, er war aber dann schon im Achtelfinale. Das war keine VR1 mehr. Mit Fersen in die Schnauze. Scherben bringen Glück, doch du kriegst Scherben in die Augen. Tamkay wär so gerne Herkules bei Frauen. Doch bisher ist diesem Kerl jede Perle abgehauen. So klingt bisschen wie Rata, muss ich sagen. Oder? Klingt ein bisschen wie Rata. Erbärmlich schaust du aus, dicke Backen als ein Hamster. Aus dem Maul kommt so viel Kot für dich, ist Kacken, reinstes Mantra. Bastard, mach mal nicht sofort gewandt, du bist es nicht. Die Stimme von dir klingt, als wenn du jahrelang nur Kippen frisst. Tamkay zwang dich, eine Rock zu schreiben, sonst gäb's Peitsche. Seit wann dürfen Streber betten, Bro? Mach das Mic an und zeig mir den Studenten Flow. Ist ne 3 auf dem Papier, ist dein Zeugnis gefickt. Bestand der Hook, sind wir noch lange nicht befreundet. Verpiss dich. Ich mag ja Woods, der ist irgendwie stylisch. Ich weiß auch nicht. Den, also im VBT habe ich den nie irgendwo gesehen, aber hier ist er echt gut. Vor allem auch qualitativ echt gut. Ficke den fetten Türk, ihr Bastard aus seinen Latschen. Schick sie an, dann kann sie zu Hause damit auf dich warten. Na, jetzt ist Tamkay, Notensohn mit Down-Syndrom Bart. Also, diese Türken-Mama-Memes mit den Latschen, sind, die werden auch echt nicht alt. Tritt dir die Brille von deinem Kopf und du frisst pausenlos Bars. Ah, fick dich und deinen Baklava-Bauch. Du bist nicht schlagfertig, aber fliegst dir schlagartig raus. Ey, wenn dein Papa das mit den Internet-Battles erfährt, wissen wir beide, wer dieses Jahr nicht zu seinen Großeltern fährt. Ey, yo, der Mutter-Vater ist doch hier im Battle verkehrt. Da brauchen Marki, Marco, Merv noch nicht. Ich mal MG und Gerd, der Yo und dieser Tamkay, der kann den Sieg nicht mal anfaken, weil die Wackness täglich hier mit dir Hand in Hand geht. Dieser Videoeffekt sieht echt ein bisschen strange aus, muss ich sagen. Er macht den Battle hier auf ultra bedrohlich, hält auf eine Schelle und Tamkay liegt direkt unter dem Boden. Und der Typ wird von den Vieren hier vernichtet, ey, das Beste an dem Rap ist noch dein Video-Equipment. Tamkay zwang mich, eine Rock zu schreiben, sonst gäb's Peitsche. Seit wann dürfen Streber betten, Bro? Mach das Mic an und zeig mir den Studenten. Okay, sehr schön. Kriegt von mir ein Like. Sehr schön. So, Popo. Jo. Ich bin diesmal in die Playlist reingegangen, weil hier ist alles geordnet, sagte der liebe Noah. Und deswegen gucken wir jetzt hier nach der Playlist. Also, ist es hier richtig geordnet? Sieht so aus. Ah, es ist aber nicht richtig geordnet, weil wir haben ja erst... Nee, doch. Doch, es ist richtig geordnet. Oh yeah. Aber steht ihr HR dran? Passt wahrscheinlich nicht rein, oder? Aber das hier muss ja dann. Okay, doch, das passt alles so. Gut. So, die Horrormer Jungs. Hey, warum schreist du so laut? Check.
genau, Big D hier für heran. Wir droppen Pass und herrlich berechnet dann deine Sprengung. Grenade, was willst du hier noch bringen? Ey, Alter, gib es auf, ich zerfetz deine Fresse und nenne mich MC Flintenlauf. Also erstmal Props für den Beat, voll geil. Ich finde ja, wenn man so richtig cool rappen kann auf so Drum and Bass Beats, voll geil. Ich sitze wie ich hier deinen Schädel mit der Flasche Paper Grind zu sprengen. Pulver und zieh dann diesen Bastard weg, wir patschen dich kaputt, bis die Pfeife hier zu null verliert. Halt den Spiegel vors Gesicht, dabei hilft mir zum Suizid. Du willst groß rauskommen, aber das viel zu spät. Komm, du Penner, bist so klein, dass du ins Negative gehst. Dein Name ist für den Rap, den du machst, doch ziemlich akkurat. Denn durch deinen Namen kommst du eher der Nordsee-Garnele nah. Ich find's immer geil, wenn man so ein Video anguckt, ne? Also, oh, so ein Let's Watch macht. Durch deine und dann liegt einfach noch Schnee in Deutschland. Ist schon lustig. Größe untergräbst du Naturgesetze allein. Horem bringt dir jetzt Manieren bei, damit du es mal checkst. Denn die Arroganz beweist deinen Napoleon-Komplex. Er hackt gut auf der Größe rum. Ich bin gespannt. Ich weiß jetzt gar nicht, ob Grindet groß oder klein ist. Ich finde, das hat man im Video gar nicht so rausgesehen. Aber vielleicht kann ich mich auch nur nicht dran erinnern. Yo, Grindet, herum, drop den Nuklear-Strike. Herum, Runde 2, Noah plündert schon dein Sparschwein. Bitch, du bist nix als ein Opfer auf der Liste. Bitch, was willst du tun, ey, wenn Herum dich jetzt abfistet? Warum denn immer Herum? Ist das ein Insider, Herum? Du bist bei weitem noch kein Hindernis. Nur, weil wir über dich drüber sprinten, Bitch. So Lines sind manchmal so schlecht, dass sie gut sind, ey. Also ich muss sagen, von denen finde ich eben noch am besten. Hört sich am coolsten an, float irgendwie am coolsten. Jetzt macht der Pressus Jagd auf ein paar Midgets. Grindet nimmt ins Battle und kann sich leider schon gleich verpissen. Alter, Grindet, komm mal ran, du Faggot. Ich box dich zu Brei, wie willst du uns hier ficken? Du schaffst dich bei mich allein. Ey, yo, Leute, wie du gründen auf dem Pause auf der Crew. Herrlich zeigt sie nicht und hatte echt mehr Ausstrahlung als du. Du kannst nach Hause gehen, für dich ist der Zahltag. Denn wir kommen mit dem Pressi und zerstören dein Fahrrad. Der Monsterdosensammler wird jetzt richtig hart gefickt. Komm, wir tauschen deinen Pfand und Pressus bricht dir das Genick. Alter Grindet, was du Missgeburt noch nicht verstehst. Es ballert mich nicht so weg, was den Inhalt angeht von den Texten. Du bist keine Granate, nur weil du schwuchtigen Ringe trägst, erlass. Okay, die Line war ganz gut. Nochmal bleiben keiner deiner Zeilen knallen. Merkst du, ich klatsch dich auf den Boden und mache dich zur Knallerbse. Neben dir sieht ne Bon aus wie eine Litfaßsäule. Deine Runde ist wie ein Sprengstoffattentat auf Hitler von dem. Du schützt mit Kanalratten, du mickriger Wichser. Doch hier kommt groß raus, ey, Grenade und die Chipmunks. Ey, yo, Grindet, herum, drop den Nuklear-Strike. Herum, Runde 2, Noah plündert schon dein Sparschwein. Bitch, du bist... Die Zeile finde ich ganz gut. So, Herum Runde 2, Noah plündert schon sein Sparschwein. Die finde ich, ist irgendwie originell verpackt. Finde ich ganz gut. Nix als ein Opfer auf der Liste. Bitch, was willst du tun, ey, wenn Herum dich jetzt abfistet? Du bist bei weitem noch kein Hindernis. Nur, weil wir über dich drüber sprinten, Bitch. Jetzt macht der Pressus Jagd auf ein paar Midgets. Grindet nimmt ins Battle und kann sich leider schon gleich verpissen. Horem ist gekommen, um den Spasten zu klatschen. Und beim Rappen schaffst du's nicht mal dein scheiß Maul aufzumachen. Wir rasieren dich hier locker, denn Horem gibt uns die Kraft, dich zu besiegen. Wird ganz einfach, wir haben's jetzt schon geschafft. Du bist zu klein, du bist vom Beinen umzingelt und fragst, wo sind die Gegner? Guckst dann hoch und kriegst dann einen Uppercut. Ey, wegen deiner Körpergröße wirst du Spaß nur ausgelacht. Dein ganzes Blut sieht gesammelt aus wie ein scheiß Glas Traubensaft. Für uns ist... Oh Mann, die Line war schon irgendwie. Dein ganzes Blut sieht gesammelt aus wie ein ganzes Glas Traubensaft. Es ist fast schon eine Blamage, dich zu betteln, so wie du rappst, bist du noch um 17 Jahre in der Entry. Bist du schon am Zittern, weil der Schädel von dir heute knackt und drehst allein zu Hause, weil du Spasti keine Freunde hast. Glaubst du an den Sieg, dann ist dein Selbstbild echt verzerrt, denn auf Rap bezogen sind wir drei genau das, was du gerne wärst. Viertel gegen uns und du Opfer wirst direkt begraben nach dem Battle, wie erwartet, Horem zieht ins Halbfinale. Ey, yo, Grindet, herum, drop den Nuklear-Strike. Herum, Runde 2, Noah plündert schon dein Sparschwein. Bitch, du bist nix als ein Opfer auf der Liste. Bitch, was willst du tun, ey, wenn Herum dich jetzt abfistet? Du bist bei weitem noch kein Hindernis. Nur, weil wir über dich drüber sprinten, Bitch. Okay, gucken wir mal die Rückrunde an hier, Grindet. Ich glaube, der war ganz gut gewesen, oder? Aber der hat so ein scheiß Video gehabt. I don't know. Jetzt sind schon krasse Gangster hier, die Dudes, oder? Vor allem die beiden sind super. Ja.
Ryanet Runde 2 und ich zerfetz euch regelrecht. Ja, ich meinte, dass ich mit der Sprengung meine Gegner treff. Reiß und zieh mein Sprengpulver nicht, weil ihn das auf jeden kickt, sondern weil er dämlich ist. Frontet auch noch aussehen, das hätte ich ja nie gedacht. Ein Vollidioten wollen mich attackieren, ich bin Spiegelkraft. Ja, und ich bin. Finde ich cool, wenn man so rappt im Video. Also, so, ne, da zieht man sich schon so ein Tuch vors Gesicht. Klein, Alter, wo ist da der Firm? Verdammt mal meine Größe. Alter, der rechts hier, der würde zu den Crazy Frog Brothers passen. Der hier mit der Mütze. Klein, Alter, wo ist da der Firm? Verdammt mal meine Größe passt. Ich steh's den gegnerischen Chancen an. Ich bin der Garnele, guter Punkt. Wenn du mir einen zeigst, der für den Vergleich nicht googeln muss. Von drei wohnen zwei zu dritt in einer Wohnung voll Männern. Doch nämlich homosexuell ist ja voll logische Fähner. Also das mit der Garnele fand ich ganz cool gekontert und das mit dem, meine Größe passt sich stets den Gewinnchancen der Gegner an. Ja, hätte man vielleicht auch was anderes nehmen können, aber naja, gut. Ansonsten, mal weiterschauen. Gesetze untergraben, ist ja Vollzeit, bin ich eben klein, aber du siehst aus wie All Might. Napoleon-Komplex musst du für Reison übersetzen, doch ist gar nicht mal so falsch, weil durch mich eure Ära endet. 4-Minuten-Runde, keine gute Punchline, ihr wolltet die Punkte, doch habt nur gelangweilt. Was für Nuklearswechsel, kommt nicht mal eine Drohne und seid trotzdem grad geflogen. Ich hab keine Freunde, der Punch war ja mal. Oh, die Hook, Alter. Richtig Luft, wer du hast keine Freunde, wärst nicht einmal im Video. Keine Kuh, ich komm nicht mal alleine. True, wer du ist ungefähr so mitglied wie ein Stein im Shoot. Reis und Recycled Lines aus der RBA, krasser Scheiß. Was für Monsterdosensammler, Reis und sammelt Flaschenlein. Schafft ihr zwei auf meinen Nachbar ohne Gewalt, denn ohne Gewalt bleiben euch ja nur noch Drogen und Dreck. Ihr seht aus als Grün. Hat er den gerade geküsst, Alter? Euch ja nur noch Drogen und Dreck. Da, der küsst den. Was ist los? Ihr seht aus, als gründet ihr auf der Hauptschule eine Crew. Als Location habt ihr euch die nächsten Pausen noch gesucht. Ja. Ich sitze Reisern in den Uterus. Neben mir sieht eine Bon aus, als hätte sie einen Schulabschluss. Ich schreibe gute Lines, ein, das ist etwas, das du nicht kannst. Ich bin nur einer, macht euch drei das nicht zu meinen Chipmunks. Ich bekomme einen Uppercut. Ich glaub, ich war ein gleich. Ich bin circa 61, aber ihr beweist den kleinen Geist. Geile Line-Name, doch ich erklär dir mal ein paar Dinge. Denn trag ich ein paar Ringe, sind das höchsten Schlagringe. Ich hab keine Freunde, ich hab mehr Humor erwartet. Ob das wirklich alles stimmt, können wir ja Corner fragen. Wir gehen aus drei Fotzen, das Resultat aus ein paar Genversuchen. Corner, was hast du da gespielt für einen Scheiß? Sag mal, schreib mal in die Kommentare, was hast du da wieder gespielt? Ich hoffe, Smash Brothers wenigstens. Herum 169 gilt schon als eigene Pflegestufe. Ihr kommt mit Pressus und zerstört sein Fahrrad. Doch nach dem Burn von Grindets Runde habt ihr nicht mal mehr ein Arscher übrig. Was wollt ihr beweisen? Ihr hinterlasst Blut am Bürgersteig mit Freddo in der Crew. Glaub ich ja, dass ihr Musterschüler seid. Das Reis und Fisten will ist keine Drohung. Ihr zieht nicht ein ins Halbfinale, aber aus Reisungswohnung. Reisern, du bist nicht gut, nur weil du lauter schreist. Von dir fehlt nur ein, ich bin der Uwe und ich bin auch dabei. Das ist so geil mit dem Uwe, Alter. Ich bin der Uwe und ich bin auch dabei. Kennt ihr das? Komm, wir gucken das. Wenn ihr das nicht kennt, ihr müsst es sehen. Ich bin der Uwe. Ich bin der Uwe. Ich bin's der Fabio. Samstag gibt eine fette Party und ich bin dabei. Ich bin's Patrick und ich bin auch dabei. Und ich bin der Uwe, ich bin auch dabei. Alter, als ich das erste Mal gesehen habe, das war herrlich. Kannst du mir das erklären? Denn der ist wie deine Raps, geht schwer, du imaginär. Ihr seid nicht, was ich gerne wär, geschweige denn besser. Ihr Team ist zu dritt und das reicht nur fast für einen Rapper. Gewalt, Drogen und keine Freunde, dafür gibt's bestimmt Punkte, weil ich das gekontert habe mit meiner Hinrunde. 4-Minuten-Runde, keine gute Punchline. Ihr wolltet die Punkte, doch habt nur gelangweilt. Was für Nuklearswechsel, kommt nicht mal eine Drohne. Und seid trotzdem grad geflogen. Ich hab keine Freunde, der Punch war ja mal richtig low, wenn du hast keine. Okay, weiter geht's. Also, fand ich nicht so geil. Also war ein paar für Konter, ja, waren ein paar Konter dabei. Da sind wir mal ehrlich, sind wir auch mal fair. Aber ich fand's. Da fand ich die Hinrunde irgendwie cooler. Obwohl da eigentlich auch Aimer am coolsten klang auf jeden Fall. Textlich weiß ich schon gar nicht mehr. Die machen immer so lange Runden, Alter. Hört mal auf damit.
Okay, jetzt gucken wir mal die Hinrunde von Grind 8. Aim, du bist doch schon an MRO gescheitert. Du so high, MRO so weiter, ich zerschmetter die Kommune. Aber Fred, du bleibst am Boden, der ist so ein Rack MC, Alter, der darf da nicht mal wohnen. Aim, du kannst Double Time, nur dass dich das nicht weiterbringt, denn deine Reime bleiben so scheiße wie von einem kleinen Gänse. Das klingt viel besser und auch auf dem Beat viel angenehmer als die Rückrunde von eben. Also hier gefällt mir auf jeden Fall besser. Schlägen ohne was Gehaltvolles zu sagen, das ist die Wahrheit, dafür brauche ich nicht mal eine Pointe. Drogenrap und überschore Texten ist lange tot, ihr Deppenreise. Und hör mal auf zu schreien und lass lieber die Strophen sprechen. Versuch doch mal den Flow zu wechseln oder dich nicht in jeder Zeile wie ein Idiot zu hetzen. Ihr meint das doch nicht ernst oder seid Sternhage voll jung und herrlich, holte Punkte gegen euch mit einer Trollrunde. Letztes Video schafft ihr es vor einem Haus zu sitzen, wurde Reison rausgeschmissen. Connor hat mir zwar seine Titten nicht gezeigt, doch Reison macht, wenn ich schnipse, aus meiner Pisse ein Bein. Ihr nehmt mit nem Müllmann auf, doch ihr Idioten schafft es, dass das am Ende klingt wie ein Auna-Mikrofon. Micha, zeig mir deine Faust, Reison, zeig mir deine Faust, Redu, zeig mir deine Faust und ich zeig euch meine Faust, ey, du weißt, wer ihr der Faust ist, Felix, Anton, Blume, Pitch und wenn ihr kämpft. Okay, die Zeile war geil. Okay, du weißt, wer ihr der Baus ist, Felix, Anton, Blume, Pitch. Meine Faust, ey, du weißt, wer ihr der Baus ist, Felix, Anton, Blume, Pitch und wenn ihr kämpfen wollt, ey, Micha, weißt, wo ihr mich suchen müsst. Was sind denn das? Oh Mann, ich liebe das, wenn dann irgendeine Zeile kommt, womit man überhaupt nicht rechnet. So hätte er jetzt irgendwie gesagt, ja, irgendwie Grindate oder Pete selber oder sowas, dann hättest du gedacht, ja, okay. Dann hätte die Hook zwar immer noch sich cool angehört, aber es wäre halt textlich nicht so lustig gewesen. Aber dann kommt irgendwie so voll die Pointe mittendrin reingeschmettert, dass es einfach wieder lustig ist. Geil. Was für Texte, frag mich einfach und ich guck da drüber von Jibbe Mathe. Doch Fredo sieht aus wie ein Musterschüler, ernsthaft. Ihr habt schon zu viel gezogen, wenn bei euch ein paar Substanz hat, dann dreht er sich um Drogen. Während Reison ein paar dumme Spaten behaust, kommt noch Mimikry und Reison hat sein Harem erbaut. Ey, ihr schlagt mit der Faust, aber sagt gar nichts aus, dein Auge war auch nicht dein Vater, das war Karma, du Lauch. Reison schreibt bei ihm, kann man sich technisch nicht beschweren, toll. Fredo klingt, als würde der mir irgendwas erklären wollen. Name und Reison sehen aus wie die letzten Schore-Junkies. Fredo so, als würden sie ihn für die Drogen abziehen. Name gegen mich wäre vielleicht ja ein knappes Ding, doch zu meinem Glück sind in Horem noch zwei Anker drin. Es ist Fakt, dass Reisons mitbewusst. Das hat er auch gut gesagt mit dem zu meinem Glück sind in Horem noch zwei Anker drin. Das ist wieder sowas, was man sich gut bildlich vorstellen kann, dass sie einen eben zurückhalten oder halt nicht weiterkommen lassen. Das ist sehr gut gesagt. Poetisch auf jeden Fall. Das ist, nee, wirklich sehr gut gesagt. Bewohner heute rausfliegen, wie wollt ihr das kontern? Hä? Wollt ihr ausziehen? Ausziehen, ausziehen, ausziehen. Connor hat mir zwar seine Titten nicht gezeigt, doch Reison macht, wenn ich schnipse, aus meiner Pisse ein Bein. Ihr nehmt mit nem Müllmann auf, doch ihr Idioten schafft es, dass das am Ende klingt wie ein Auna-Mikrofon. Micha, zeig mir deine Faust, Reison, zeig mir deine Faust, Redu, zeig mir deine Faust und ich zeig euch meine Faust. Ey, du weißt, wer ihr der Faust ist, Felix, Anton, Blume, Pitch. Und wenn ihr kämpfen wollt, ey, Micha, weißt, wo ihr mich suchen müsst. Schön, schöne Hook. Ja, hat mich nicht vom Hocker gehauen, aber war auch nicht ganz schlecht. Ich bin gespannt auf die Rückrunde. Also with that fire, boy. You know, only somebody with perfect comedic timing could produce this much energy in one shot. Grüß, du bist doch schon am Markt gescheitert. Du so high, er sitzt 10 zu 0. War das jetzt eine geile Line? Ich denke mal für dich schon. Der Wax ist Spaß im Viertel, rede konstant nur vom Flow, geil. Du hast schon Struggle, wen zu finden, der dich filmen will. Und ist an unsere Videos ja nicht, das ein bisschen kritisch. Ey, spielst dich konstant auf und redest dabei halt nur Scheiß. Außer dass die Jungs jetzt chillen, fällt dir gegen uns nichts ein. Micha hat bei mir gepennt, ey, das ist ja richtig krass, ey. Pennst du bei Freunden, sagen die, verpiss dich mal, du Spasti. Sagst, wir labern in den Wenn man sich so Zeilen manchmal bildlich vorstellt, ist es schon lustig, ey. Wenn du bei Freunden pennst, sagen die, verpiss dich mal, du Spasti. Oh Mann, ey. Von Knochen brechen und laberst in der ersten Line dann nur was von zerschmettern. Und herrlich holt den Punkte mit der Trollrunde. Alter, herrlich hätte dich Opfer gefügt mit dieser Trollrunde. Bevor du groß laberst, sag... Alter, herrlich ist... richtig gut. Weil dein Inhalt in den Texten sagst, ich bin kein Gegner, kriegst von mir dann auf die Fresse. Wir heben unsere Faust, bis der Faggot endlich fliegt. Ey, du spielst dich hier auf und versteckst dich hinter Pete. Zweite Hook in Folge, das finden wir richtig geil so. Sehen wir uns mal, sagst du schüchtern, ey, du bist doch heiß. Wir schmeißen mit Ankern bis an dein Schädelkraft. Wir kommen ohne mich ja und sind trotzdem way above. Deine ganze Runde klingt ein bisschen verblendet. Bevor du hier gewinnst, verwandeln sich noch Fische in Menschen. Ich lebe paar Häuser weiter und das soll mich jetzt fronten, Alter. Du Minion bist so dumm, ich wohne trotzdem in Horem. Und später sagst du dann noch, dass die Mitbewohner rausfliegen. Sei nicht frech, sonst setz ich deine Mutter vor die Haustüre. Präfessus haut dir einen Anker in dein Scheißgesicht. Die Lines ergeben keinen Sinn, aber dadurch einen Sinn. Bei jeder Line hast du Spaß gelogen, aber bei Marius wäre ich Football, da werde ich auch mal abgezogen. Alter, Marius. Nee, Marius Strikers, nee, wie heißt das? Marius Smash, nee, das heißt...
Mario Strikers? Smash Football oder irgendwie sowas? Aber ich finde, der Teil auf der Wii ist besser als der auf der GameCube. Alle sagen immer, ja, der auf der GameCube ist viel besser gewesen. Der auf der Wii, der zweite Teil, war noch mal besser. Und ich hoffe, es kommt noch irgendwann einer für die Switch raus. Mario Strikers Smash Football hieß das. So hieß das. Alter, war das ein geiles Game, ey. War das ein geiles Game. Warum kommt es nicht noch mal raus? Ich weiß es nicht. Ja, aber noch mal zur Runde hier. Geht so. Also ist alles so gekontert, alles aufgegriffen, ja. Aber jetzt nicht so, wo ich Pause drücken würde und sage, Alter, richtig geil weggekontert. Konstant, sehr konstant. Wir werden dich hier rausschmeißen, Digga, bevor du Reisern um mich ankern, jetzt solltest du erstmal aufsteigen. Was deine Texte halt sollen, keine Ahnung. Du sagst ohne was Gehaltvolles, leider nichts Gehaltvolles. Ich wollte gar nichts erklären, man bist du dumm. Ich musste lediglich nur wissen, wie wird man zu einem Schlumpf. Wir holen dich ohne Probleme locker nach unten. Du holst leider keine Punkte mit einer ernst gemeinten Runde. Wir heben unsere Faust, bis der Faggot endlich fliegt. Ey, du spielst dich hier auf und versteckst dich hinter Pete. Zwei Token in Folge, das finden wir richtig geil so. Sehen wir uns mal, sagst du schüchtern, ey, du bist doch reise. Aber schön VBT-Feldwege-Style, gefällt mir. Mit Ankern bis an dein Schädelkraft. Wir kommen ohne Micha und sind trotzdem way above. Deine ganze Runde klingt ein bisschen verblendet. Bevor du hier gewinnst, verwandeln sich noch Fische in Menschen. Ja, okay. War nicht das geilste Battle, muss ich sagen. War nicht das geilste Battle. Mason Family, lol. Tyler Bills. War nicht das geilste Battle, aber, ja, wer soll denn da weiterkommen? Ich weiß es nicht. Ist mir egal. Ich bin gespannt, wie die sich in der nächsten Runde schlagen werden. Ich ziehe mir jetzt direkt die nächste Runde rein. Was auch immer das ist. Was kommt denn jetzt als nächstes? Das haben wir gerade gesehen. STB-Gewinner gegen die Color Crew. Sind denn da auch vier Runden drin? Ist hier mal ein Battle vollständig? Yo, boah, da freue ich mich drauf. Das ziehe ich mir jetzt rein. Denkt dran, Super Rap Brothers, Link unten in der Beschreibung. Wenn ihr nicht wisst, was es ist, findet ihr unten das Infovideo. Wenn ihr beim längsten Battle der Welt mitmachen wollt, auch Link unten in der Beschreibung. Und wenn ihr bei Disrespect mitmachen wollt, oben ist der Link, ne? Kommt da vorbei, sagt der Bescheid. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Anzug, bitte markiere meine Feinde, denn danach kannst du schnell das Abonnieren-Fenster einblenden. Klick da drauf, dann habt ihr mich auf dem Radar, denn das ist im Battle wichtig, damit ihr nichts verpasst. Also tritt mir in den Arsch, damit ich Feinden in den Arsch trete, schickt den Kommentar, denn das heilt und es spart Leben für mehr Energie. Müsst ihr nur Daumen hoch drücken, denn mein Highscore kann sich nicht einfach so füllen. Ach du Scheiße, ich habe Verbindungsprobleme.